Hi, die heutige Basslektion ist der erste Teil von einem kleinen Minikurs, den ich mit euch machen möchte. Und zwar soll es darum gehen, dass wir eine Basslinie über einen Backing-Track spielen. Und zwar benutzen wir nur Akkordtöne und die Basslinie ist von leicht bis, naja, einigermaßen komplex. Der ganze Kurs soll darauf abzielen, dass ihr einfach in der Lage seid, eine Basslinie mit Akkordtönen zu spielen. Und zwar ist der Kurs in vier Teile aufgebaut. Wir machen das dann so, dass wir im ersten Teil nur Grundtöne über die Akkordfolge spielen. Dann im zweiten Teil nehmen wir die Quinten dazu. Im dritten Teil kommen die Terzen dazu. Und im vierten Teil nehmen wir dann die Septimen von den Akkorden noch dazu. Das Ganze, der Backing-Track, ist eigentlich recht simpel aufgebaut. Wir haben vier Akkorde und zwar gehen die ganzen jeweils einen Takt lang. Das heißt, wir haben erstmal einen Takt A Major 7, dann haben wir einen Takt Cis Moll 7, dann haben wir einen Takt D Major 7 und einen Takt G 7. Und da geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Der Backing Track ist vom Tempo her einigermaßen moderat, also der ist nicht übermäßig schnell. Das werdet ihr jetzt merken, wenn ihr den ersten Teil spielt. Das wird noch sehr leicht sein, aber wenn wir dann zum letzten Part kommen, wo wir dann auch mit 16 arbeiten, dann werdet ihr einfach merken, dass es dann schon ein bisschen komplizierter wird. Aber wie gesagt, das Ganze soll euch helfen, dass ihr so ein paar Sachen an der Hand habt, wenn ihr jetzt einen neuen, meinetwegen jetzt das erste Mal vor einem bestimmten Akkordwechsel steht oder vor bestimmten Akkordwechseln, einen neuen Song oder was auch immer, dass ihr dann erstmal euch so ein bisschen mit diesen Konzepten an diesen Akkordwechseln oder euch daran traut, dass ihr erstmal sagt, okay, ich fange jetzt erstmal an, dass ich eben nur die Grundtöne spiele, um einfach auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Grundtonbewegung der Akkorde ist, die wir in dem Song haben. Das heißt, ihr hört wirklich, wie sich die Harmonien bewegen. Dann könnt ihr anfangen, ein paar die Quinten mit einzubauen, dann die Terzen und zum Schluss dann die Septimen, dass ihr wirklich da so ein bisschen so einen kleinen, ja, nicht so einen roten Faden, aber dass ihr so ein bisschen so ein Werkzeug an die Hand bekommt oder so einen kleinen Guide, wie man sich an auch unbekannte Akkordfolgen ranwagen kann. Gut, alles klar. Ich will da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Wir machen das jetzt so. Ich spiele euch erstmal die Akkordfolge vor und dann werde ich das Ganze für euch nochmal auseinandernehmen. Okay, die Basslinie ist ganz simpel aufgebaut. Wir haben die Akkorde A Major 7, Cis Moll 7, D Major 7 und G 7. Und da spielen wir erstmal nur die Grundtöne und zwar in ganzen Noten. Das heißt, wir spielen einen Takt das A, halten das vier Schläge. Das spiele ich hier im dritten Bund, im fünften Bund auf der E-Seite, im dritten und den vierten Finger. Das heißt, ich nehme einen Dreierfingersatz. Dann spielen wir den Ton Cis. Den spiele ich auf der A-Seite im vierten Bund mit dem zweiten Finger. Dann kommt der Ton D. Den spiele ich dann im fünften Bund auf der A-Seite und zwar auch mit dem dritten und dem vierten Finger. Und dann kommt der Ton G im dritten Bund auf der E-Seite mit dem ersten Finger. Und zwar habe ich diesen Fingersatz gewählt, weil ihr einfach, wenn ihr jetzt mal wegen das A gespielt habt, dann könnt ihr den zweiten und den dritten Finger so lange liegen lassen, bis ihr den Ton Cis spielt. Das könnt ihr dann alles in einer Lage spielen. Das gleiche, wenn ich dann vom Cis zum D wechsle, kann ich auch den ersten Finger so lange liegen lassen, bis ich die beiden Töne hier spiele. Und dann zu guter Letzt kann ich das G auch noch ganz leicht erreichen. Der Grund ist einfach, ich könnte die Töne auch noch woanders spielen. In dem Fall habe ich es erstmal so gewählt, dass ich wirklich die Töne richtig schön gebunden spielen kann, ohne dass ich beim Wechsel zwischen den Akkorden oder in der Basslinie kaum Lücken entstehen. Das heißt, wir spielen nicht so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann merkt ihr nämlich, dass der Ton zu schnell zu Ende ist, sondern wir versuchen wirklich, den Ton bis zum Ende zu halten. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Und so weiter. So solltet ihr es erstmal probieren, dass ihr mitzählt, nur die Viertelnoten mitzählt und dann wirklich ganz entspannt auf diesen ganzen Noten bleibt. Und versucht wirklich, was wichtig ist, hört euch wirklich diesen Wechsel an, hört euch mal wirklich an, wie der Verlauf ist dieser Linie. Und zwar, wenn ich von dem A zum Cis wechsle, bewege ich mich ja eine große Terz aufwärts. Und hört euch da wirklich an, wie diese große Terz, wie der Klang ist. Dann gehe ich ja von dem Cis zum D nur eine kleine Sekunde weiter. Und da hört euch wirklich auch mal an, wie die kleine Sekunde klingt. Und zu guter Letzt gehe ich bei dem letzten Akkord von dem D zum G noch eine Quinte abwärts oder eine Quarte aufwärts. Quarte aufwärts, wenn ich den hier spielen würde, wäre auch eine Möglichkeit, das G hier oben zu spielen. Geht ihr eine Quarte aufwärts und hört euch auch nochmal an, wie das klingt, wenn ihr den Ton dann spielt. Das ist ganz wichtig, dass ihr versucht, auch bei solchen Sachen dann wirklich auf den Klang zu hören, den die Grundtonbewegung der Akkorde dann mit sich bringt. Okay, abschließend zum Üben. Spielt das Ganze erstmal so nach, wie ich euch das vorgespielt habe. Und zwar spielt das auch gerne erstmal ohne Metronom, dass ihr mitzählt und dann wirklich ganz gleichmäßig die ganzen Noten spielt und auch wirklich die Wechsel genau macht. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr spielt zwar nur ganze Noten, aber ihr müsst dann auch gucken, dass der Wechsel wirklich genau auf dem Punkt ist und dass ihr probiert, dass ihr die Töne nicht zu kurz spielt. Also ihr müsst wirklich eine ganze Note klingen. Und das heißt auch, dass ihr wirklich den Finger, meinetwegen, wenn ihr jetzt auf dem A Major seid oder auf dem A seid, dass ihr den Finger so lange auf dem A lasst, bis ihr dann den Ton Cis als nächsten Ton anschlagt, damit nämlich der Ton A nicht zu früh zu Ende ist. Das sind so Sachen, mit denen man sich dann wirklich beschäftigen kann, wenn man längere Noten spielt, dass man auch wirklich genau auf den Ton achtet und dass man die Noten lange genug hält. Dann könnt ihr noch als Übung diese ganzen Töne, die ich gespielt habe, überall auf dem Griffbrett verteilen. Also ihr könnt leere Saiten mit einbauen, ihr könnt mal vielleicht ein paar Töne oktavieren. Also da habt ihr alle Freiheiten, die ihr euch nehmen möchtet. Ihr solltet nur erstmal bei diesen Grundtönen und den ganzen Noten verweilen. Dann könnt ihr natürlich noch, was ich euch auch empfehlen würde, diese Akkordfolge in alle anderen Tonarten transponieren. Das heißt, ihr spielt die jetzt nicht nur in A, ihr könnt die auch in G spielen, könnt in Cis spielen, in E und so weiter, dass ihr einfach lernt, wie man so eine Akkordfolge transponieren kann. Und wenn ihr die transponiert habt, dann spielt ihr natürlich genau die gleiche Basslinie da auch nochmal drüber. Das hilft euch dann nämlich, dass ihr nicht nur in einer Tonart spielen könnt, sondern dass ihr in der Lage seid, in verschiedenen Tonarten zu spielen. In der nächsten Folge, hatte ich ja schon angekündigt, nehmen wir dann die Quinten dazu. Rhythmisch gesehen wird es noch nicht so komplex. Wir werden dann rhythmisch, wie gesagt, noch ein bisschen einfacher halten. Aber die Komplexität, die kommt dann spätestens mit den Septimen dazu. Alles klar. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Den Backing Track, den könnt ihr euch auf meiner Homepage runterladen. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Mein Name ist Markus Uhlen und ihr seid auf dem Kanal der Guitarmas Online-Schule.